Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal hier bei Leonix. Ja, und heute wieder mal Black Ops 3 im Modus Hardcore Team Deathmatch natürlich. Und ja, ich habe ein bisschen was verändert. Ich spiele nämlich diesmal als Ripper, nicht mehr als Sense. Naja, wollte einfach was ändern. Naja, und das Video, das am Samstag erst rauskommt, das hatte ich ja eigentlich am Freitag gedreht, aber das habe ich halt dann erst am Samstag hochgeladen, beziehungsweise dann geschnitten, Schnitten. beziehungsweise zusammengefügt, was rausgeschnitten, weil mein Bruder ist einmal versehentlich vor die Kamera gekommen und der hat es halt nicht so. Hätte ich das alles noch ausgeschnitten und wieder eingefügt und so weiter und so fort gemacht, wäre ich tatsächlich erst um 2 Uhr morgens ins Bett gekommen. Und tut mir leid, Leute, aber nee, ich brauche meinen Schlaf auch am Wochenende. Abgesehen davon hatte ich am Samstag auch noch was vor. Dafür wollte ich eigentlich ausgeschlafen sein. Von daher habe ich mir gesagt, komm, mach das am Samstagmorgen, wenn du ausgeschlafen hast. Wird ja nicht so schlimm sein. War ja, ist ja hoffentlich auch nicht so schlimm gewesen. Was war das denn jetzt? Und tschüss. Naja, wo war ich jetzt? Ah ja, genau. Von daher habe ich mir gedacht, weil ich das Video am Samstag rausgehauen habe, drehe ich dafür am Sonntag dann eben nicht. Ehrlich gesagt war auch Sonntag nicht so viel los, beziehungsweise nichts los, was man jetzt hätte, wo man ich jetzt hätte, wo ich jetzt sa ja, wo ich jetzt gesagt hätte, boah, das ist gut, das muss unbedingt rausholen. Es war einfach, am Sonntag war nicht viel los. Am Samstag war wieder was los, aber das war hauptsächlich mit Leuten, die nicht auf YouTube gezeigt werden wollten, also mein privater Freundeskreis, wenn man so will. Und ja, wenn die sagen, nein, ich möchte nicht auf YouTube erscheinen, ich möchte nicht in deinem Video erscheinen, dann respektiere ich das, weil es Punkt 1 sind es meine Freunde, Punkt 2, die haben Persönlichkeitsrechte, Punkt 3, ich möchte nicht in den Knast wandern. Beziehungsweise irgendwie, was weiß ich nicht, 100.000 Euro Strafe zahlen oder so. Nein, ich mache es einfach nicht aus Respekt. Ich mache es ja auch bei meinem Bruder nicht. Ich könnte zwar tausend und dreimal seinen Namen jetzt sagen, aber das mache ich einfach nicht, weil ich ihn respektiere. Auch wenn er mir am Freitagabend irgendwas vor den Kopf geworfen hat. Hat er übrigens wirklich. Trotzdem, ich respektiere ihn. Trotzdem sage nicht seinen Namen aus Respekt einfach, weil er es einfach nicht möchte. Und damit Punkt. Auch wenn er jetzt tausendmal in den Kommentaren steht, wie heißt dein Bruder, was macht er, wie sieht er aus, zeig den doch mal. Nein. Wo war ich jetzt? Ja, genau. War endlich mal wieder was los, dass ich auch mal was mit Manuel zusammen gemacht hat und vor allem auch, dass sich Shagnack und Manuel diesmal im Real Life begegnet sind. Sonst, die kannten sich ja schon von PlayStation Network her, aber das war wirklich das erste Mal, dass sie sich im richtigen Leben getroffen haben. Von daher, jo, endlich mal was Neues. Alter, nein! Ach, hätte ich eigentlich mit rechnen müssen. Naja, ansonsten. Ja, das Einzige, was mir zurzeit ein bisschen zu schaffen macht, ist wirklich das Wetter. Weil ich mag eher die kühleren Temperaturen. Ich bin so ein Frühlings-Herbst-Kind. Beziehungsweise, ja, ich mag halt einfach die etwas kühleren Jahreszeiten lieber. Also wirklich Frühling, Herbst, optimal. Jetzt der Winter. Der Winter wird ja immer milder, beziehungsweise immer wärmer. Und der Sommer leider auch. Das habe ich eigentlich nicht so gern. Verbündete Drohne nähert sich. Ich mag den Winter ehrlich gesagt auch, aber den Sommer, wenn es so brutal heiß wird, mag ich den Sommer ehrlich gesagt nicht. Von daher, man könnte den Sommer meinetwegen ruhig um mindestens 10 Grad abkühlen lassen. Es ist nun mal so. Ich tick halt so, ich bin so gepolt. Naja, ich weiß ja nicht, wie eure Meinung dazu ist. Hat ja jeder eigene Meinung zu. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, was ihr für eine Jahreszeit bevorzugt, welche Temperatur ihr so als Idealtemperatur habt. Ja, es ist nun mal so. Ich mag es gern kühl, da fühle ich mich dabei entspannt. Klar bevorzuge ich auch ein heißes Bad oder so im Winter ganz gerne mal, aber doch wirklich, solange die Wärme nicht mit Wasser zu tun hat, verabscheue ich die einfach. Das ist wirklich nun mal so bei mir. Alter, nein! Das reicht's aber. Und ich merke gerade schon wieder, ich laber viel zu viel, von daher werde ich wieder viel zu oft abgeschossen. Wobei jetzt der.
Wo war der? Muss hier irgendwo stehen. Naja, und am Sonntag nochmal dazu, weil das nicht so viel los war. Ja, warum hast du dann nicht Sonntag das Black Ops 3 Video rausgehauen? Ja, das wollte ich mir eben für Montag noch bewahren, weil montags ist generell nicht so viel los. Sonntag passiert wenigstens gelegentlich mal was Spannendes. Aber Montag ist generell immer tote Hose. Wenn nicht, dann weiß ich das schon eine Woche im Voraus, beziehungsweise Anfang der Woche davor, dass dann irgendwas ist. Und von daher war ich dann, aha, hau ich da dann Black Ops 3 Video raus? Nein, kann ich mir das, wenn nicht, wenn was Spannendes passiert, dann kann ich mir das für wann anders aufsparen. Weil, oha. Weil ich spare mir das Black Ops 3 Video ehrlich gesagt lieber für die Tage auf, wo nicht so viel passiert. Und ja, wie gesagt, das Video, das Real-Life-Video vom Freitag habe ich ja dann auch am Samstag rausgehauen. Und dann, ich glaube, ich lasse das mit dem Abstand bisher auch jetzt so, dass immer so ein Tag dazwischen gut. Von Sonntag auf Montag ist bei mir so die Ausnahme. Ist ja der Wechsel von der alten Woche auf die neue Woche, wenn man so will. Von daher finde ich das nicht so schlimm. Aber was ich eigentlich vermeiden möchte, ist, dass ich wirklich 3 Tage Platz zwischen den Videos habe, beziehungsweise 2 Tage, wo ich nichts raushaue. Verbündete Drohne Und nähert sich. dazwischen jeweils ein Video, das ja. Sagen wir mal so, wenn ich montags ein Video raushaue, möchte ich auch mittwochs gerne eins raushauen und nicht erst am Donnerstag. Ich habe gerade gesehen, Stefan, du, geht's dir gut? Ich hab die Aufnahme geschränkt. Was geht? Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Hast du vielleicht gleich Bock, eine Runde Rocket League zu spielen nach der Aufnahme? Klar, warum nicht? Gerne. Ich spiel's ja auch in der letzten Zeit ein bisschen. Aber ich spiele Ja, in hast du letzter da Zeit diesen ja. neuen geilen Spielmodus Rumble? Den habe ich noch nicht Sagt der dir gespielt. was? Nee, den habe ich Ja, noch den nicht spielen wir gleich gespielt. mal zusammen. Kannst du mal deine Zuschauer fragen, ob die Bock haben, dass du mal Rocket League bringst? Ja, habe ich Aber ja nur schon mal mal ganz kurz gemacht, weg. Probeweise. Ich habe ja mal wirklich Probeweise Rocket League Videos rausgehauen und Stimmt. die kamen nicht so gut an, von daher habe ich das gelassen. Ja, das war ja am Anfang. Es gibt auch einen neuen Spielmodus, der übelst geil ist. Ich würde auch, glaube ich, ohne den Spielmodus hätte ich auch momentan nicht wirklich so viel Bock auf Rocket League. Einfach durch diesen Spulenmodus. Aber ich muss mal ganz kurz weg, bis gleich. Ja, gut, dann mache ich das so. Ich stelle jetzt mal die Frage an euch. Ich hab mir aber wirklich probeweise Rocket League Videos gedreht. Habt ihr Bock, dass ich das mal wieder mache? Wenn ja, dann schreibt mir unbedingt die Kommentare. Das wäre auf jeden Fall ein Riesengefallen, den ihr mir damit tun würdet. Und ja, damit ist die Folge auch zu Ende. Insgesamt ein 100 zu 69. Ich bin der Beste mit einem 28-15. Ich finde, das kann man so lassen. Stefan hat zwar die Aufnahme gesprengt, aber das hat er schon öfters gemacht. Ich denke, ich werde das trotzdem drin lassen. Stefan, ich komme gleich zu dir dazu. Wir spielen eine Runde Rocket League. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat, und auf jeden Fall bitte ein Abo. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da. Wie gesagt, was ist für euch die Idealtemperatur und soll ich mal wieder Rocket League bringen? Schreibt mir mal Nein, bitte in die ich wollte jetzt. Kommentare. Ich bin noch nicht fertig Ja, damit. das war's dann ansonsten. Schaut mal bei den anderen Kanälen vorbei, bei Manuel, Cedric und Stefan, auch bei Alex. Schaut mal vorbei und lasst den Jungs auch ein Abo da. Ich hoffe, die werden jetzt demnächst wieder ein bisschen aktiver. Ja, und dann sage ich mal, bis dahin. Wir sehen uns. Ich wünsche euch was. So.